Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Kilburg-Themen. Im Studio Christian Schmidt. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn spitzt sich die Lage zu. Kurz nach Bekanntwerden der neuesten Pläne der Deutschen Bahn, das am Kilburger Bahnhof eingesetzte Sicherheitspersonal abzubauen, regt sich Widerstand. Noch scheint alles ruhig am Bahnhof Kilburg, doch der Schein trügt. Nach 61 Dienstjahren soll Herbert M. entlassen werden. Der leidenschaftliche Bahner ist entsetzt über die Ankündigung der Bahn. Niemals hätte er damit gerechnet, dass ihn sein Arbeitgeber mal fallen lassen würde. Warum ich unzufrieden bin, das lässt sich mit wenigen Worten sagen. Ich bin unzufrieden, weil ich keine Anerkennung mehr bekomme. Weil die Bahn mir keine Anerkennung mehr gibt. Mir und meinen Kollegen, die für die Sicherheit aller verantwortlich waren. Als Betriebsratsvorsitzender erreichte er eine Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 6 Stunden. Damit er schneller zum Edeka kommen könne, wurde ihm eigens eine Überführungsbrücke gebaut. Man will einfach kostengünstig produzieren. Man will den Aktieninhabern will man gute Renditen versprechen. Aber man nimmt dabei in Kauf, dass die Belegschaft unzufrieden wird, dass man auf Kosten der Sicherheit einspart. Das möchte ich nicht. Und so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Was muss denn noch passieren? Was muss denn noch alles passieren, bis mal alle aufwachen? Doch nicht genug damit, dass sein Arbeitsplatz wegfallen soll. Nein, er soll ersetzt werden durch ein einfaches Schild. Herbert M. glaubt nicht, dass ein Schild die Sicherheit der Bahnreisenden gewähren kann. Doch Herbert M. kämpft nicht allein. Die Mitarbeiter des Motorradparkservices und die Mitglieder der Uhrmachergewerkschaft zeigen sich solidarisch und wollen ab kommender Woche ebenfalls streiken. Ein Waldsterben der ungewöhnlichen Art findet derzeit im ehemaligen Kurpark Hahn statt. Quasi über Nacht verschwand ein Großteil der Bebauung. Unser Forstkorrespondent Herbert Matschulis hat sich umgehört und mit Experten gesprochen. Wir befinden uns hier vor Ort im ehemaligen Kurpark Hahn und sind immer noch schockiert von dem Bild, was sich uns hier bietet. Ich begrüße deswegen einen ausgewiesenen Experten, Professor Dussi, Doktor der Forstologie an der Uni Baumhausen. Herr Professor Dussi, wir sind ja hier in unmittelbarer Nähe zum Naturcampingplatz Kilburg an der Kill. Und es gibt Verfechter der Theorie, dass es sich bei der Raubbiberart, die hier in Kilburg zu dem Kahlschlag beigetragen hat, es sich um eine besondere Art handelt, den auf Holzschuh spezialisierten holländischen Raubbiber. Wie würden Sie diese Theorie einschätzen? Ja, ich vertrete auch diese Theorie. Der gemeine holländische Raubbiber ist ursprünglich nur auf Holzschuhe spezialisiert worden. Deswegen wurde er auch gern als Haustier gehalten. Durch die große Anzahl holländischer Urlaubsgäste besteht natürlich stets die Gefahr, dass der holländische Raubbiber Fuß fasst in neuen Habitaten. Nur leider schweift er dann von seiner ursprünglichen Nahrungsquelle ab und sucht sich halt eine neue Nahrungsquelle. Wie können wir uns, Herr Professor Dussi, den Kurpark Hahn in einigen Jahren vorstellen? Gibt es Möglichkeiten, dem Unwesen des Raubbibers Einhalt zu gewähren? Nein, leider nein. Das muss ich ganz vehement hier sagen. Es gibt kein Mittel gegen den gemeinen Raubbiber. Unser Hahn wird in Kürze einer kahlen Mondlandschaft gleichen. Allerdings sind die Aussichten nicht ganz so trübe, wie sie jetzt erscheinen. Können Sie uns das etwas näher erläutern, bitte? Etwa vor 250 Jahren gab es eine Raubbiberplage in Irland.
Und wir wissen alle, wie Irland heute aussieht. Es ist eine grüne Insel. Zwar wachsen dort keine Bäume mehr, aber es ist alles voller saftiger grüner Weiden. Herr Professor Dussi, das sind Aussichten, die uns auf der einen Seite betroffen machen, auf der anderen Seite aber doch noch ein Fünkchen Hoffnung in uns wecken können. Vielen Dank für dieses Interview. Vielleicht finden Sie noch mal die Zeit, in ein oder zwei Jahren uns vor Ort eine aktualisierte Einschätzung geben zu können. Gerne. Wir gehen zurück ins Funkhaus nach Baumhausen. Jahrzehntelang war sie der Treffpunkt für alle heranwachsenden Kilburgs, die Gummiecke. Durch den jahrelangen Leerstand des angrenzenden Eifeler Hofes ist die Gummiecke immer unwirtlicher und zudem gefährlicher geworden. Die Konsequenz? Die älteren Jugendlichen mieden diesen Ort, die Jüngeren kennen nicht mal mehr ihren Namen. Um dieser bedenklichen Entwicklung entgegenzuwirken, wagte der Ältestenrat der Stadt Kilburg einen ungewöhnlichen Schritt. Kurzerhand wurden in bekannter Weise die Ärmel wieder hochgekrempelt und ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem installiert, das die Gummiecke nicht nur safer macht, sondern ihr ein neues Profil verleiht, ohne den über Jahrzehnte gepflegten Namen aufgeben zu müssen. Wie Sie sehen, wird die neue Gummiecke schon von den ersten Junggebliebenen wieder angenommen und die neuen alten Eindrücke sofort per Smartphone auf Facebook gepostet. Ja, Schatzi. Ja, ich denk dran. Ja, ich bring das mit. Butter, Mehl, Brot, ja. Ich werd dran denken, ja, Schatz. Versprochen, Ja, ich dich auch. Ja, was schneidet? Ja. Ja, tschüss, bis später. Ja, ich dich auch. Ja. Nachdem das Datennetzwerk des Deutschen Bundestages nach einem Hackerangriff total lahmgelegt wurde, treiben nun auch Cyberterroristen im Kilburger Datennetzwerk ihr Unwesen. Nach vertraulichen BND-Informationen, die uns von unserem Auslandskorrespondenten Eduard Schnoden zugespielt wurden, führen alle Spuren zur chinesischen Hackerbande Einstringling. Die Auswirkungen sind verheerend. Die seit Menschengedenken auf Dauerrot stehende Ampel auf dem Kilburger Naturcampingplatz schaltete plötzlich auf Grün. Seitdem herrscht dort das reinste Chaos. Pilotprojekt des Justizministeriums der Europäischen Union in Kilburg. Um uneinsichtige Parksünder zur Besinnung zu bringen, können Strafen nun im Schnellverfahren verhängt werden. Sie können sofort vollstreckt werden. In diesem Zusammenhang wird eine Adaption des mittelalterlichen Prangers wieder eingeführt. Herr Herbie, Sie haben die letzten 2 Stunden in Zwangshaft verbracht. Wie kam es dazu? Ich weiß auch nicht mehr richtig. Da war einfach Pech. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass ich hier vor der Volksbank nicht halten darf. Ja, aber diese Regelung gibt's ja schon eine ganze Weile. Ja, die gibt's, aber da hält sich ja sonst auch niemand dran. Und außerdem wollte ich hier nur ganz kurz Geld holen und zur Post musste ich noch ein Paket abgeben und noch eine Zeitung kaufen. Und als ich zurückkam, mit meinem Kuchen in der Hand und einem Geschenk aus dem Shop im Shopladen, und da war es passiert. Da stand schon der freundliche Herr von der Aufsichtsbehörde und hat mich mit Handschellen abgeführt in diesen neuen Kerker. Wie ist denn das Gefühl, das man dabei hat, wenn man so öffentlich an den Pranger gestellt wird? Ja, es hat mich zum Nachdenken gebracht. Es hat mich nachdenklich gemacht, ob das alles so viel Sinn hat, so wie ich mich verhalten habe. Ich hab mein Leben überdacht. Ich hab überlegt,
So kann es einfach nicht weitergehen. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Aber ich werde nie wieder werde ich etwas Falsches sagen oder Falsches machen. Zur Ahndung von größeren Strafvergehen ist man bereits über die Planungsphase hinaus. Der Inquisitionsausschuss im Kilburger Stadtrat hat eine Lücke in der UNO-Menschenrechtskonvention gefunden und beschlossen, schwere Straftaten wie Hexerei, Ketzerei oder Teufelsanbetung mit der angebrachten Härte zu vergelten. Erste Probeverbrennungen waren erfolgreich. Eine Meldung des Landesbetriebs Mobilität Gerolstein sorgt derzeit bei der Bevölkerung für Verwirrung. Die aus kryptischen Zahlen und Buchstaben bestehende Meldung rief bereits zahlreiche Entschlüsselungsexperten auf den Plan. Den Experten gelang eine teilweise Entschlüsselung. Demnach soll es sich bei der Meldung um eine Ankündigung zu einer geplanten Straßensperrung handeln. Welche Straßen davon betroffen sind, konnten die Experten hingegen noch nicht herausfinden. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird die L34 zwischen Kilburg und der B257 in der Zeit vom 29. Juni bis voraussichtlich 31. Dezember 2015 für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ab der Einmündung B257 L34 über die B257 L24 bis Kilburg und umgekehrt ausgeschildert. Dem Schwerverkehr über 7,5 Tonnen in Richtung Kilburg wird empfohlen, über die A60 bis zur Anschlussstelle Bitburg und dann Richtung Kilburg zu fahren. Fahrzeuge, die über die K87 Richtung Kilburg wollen, können auch auf der K88 bis zur Einmündung der L24 folgen und das Gebiet weiträumig umfahren über die K90 mit anschließendem Abbiegen auf die L37, um dann in Baden wiederum auf die B257 zu stoßen. Achtung! Der Weg über die K91 L38 bis zur Einmündung der K33 ist für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen am Wochenende komplett gesperrt. Ortskundigen Fahrern wird empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, sofern die Streiks bis dahin beendet sind. Wir wünschen eine gute Fahrt. Besuch unseres geliebten Kaisers Wilhelm II. In Kilburg. Im Rahmen seines Wiederbesuches zeichnete seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Personen aus, die sich besonders um das Wohl der goldenen Stadt Kilburg verdient gemacht haben. So erhielt Philipp Thomas vom Kaiser selbst eine Urkunde zur Verleihung des Status UNO-Weltkulturerbe für seine unmöglich gehaltenen Renovierungen des Eifler Hofes. Im Gegenzug gab Hotelbesitzer Thomas dem Kaiser das Klopapier zurück, das er beim letzten Besuch vergessen hatte. Der Kaiser dankte außerdem dem Provinzschriftsteller Michel Preute für ein Vorab-Exemplar seines Manuskriptes über des Kaisers Reise in die preußische Grenzmark anno 1911. Wenn er so weitermache, könnte mal ein großer Schriftsteller aus ihm werden. Den kaiserlichen Tipp, sich einen einprägsameren Künstlernamen zuzulegen, nahm der Schriftsteller dankend an. Kaiser Wilhelm war von der Wiederbelebung der Parkanlagen des Eiflerhofes so begeistert, dass er den Schöpfer dieses unvergleichlichen Ensembles aus Sandstein, Naturrasen und Metallgeländer, Herrn Winfried Müller, zum kaiserlichen Baumeister ernannte und ihn befehligte, für ihn ein neues Stadtschloss in Berlin zu erbauen. In seiner abschließenden Dankesrede lobte Kaiser Wilhelm II. Den vorzüglichen Tee und den wunderschönen Ausblick. Dann verabschiedete er sich mit folgenden Worten: Unsere Zeit ist knapp bemessen, denn wir müssen schleunigst den Ort aufsuchen, zu dem selbst wir, der Kaiser, zu Fuß gehen. Sprach's,
und verschwand eilenden Schrittes mit dem soeben erhaltenen Toilettenpapier. Wir melden uns wieder im kommenden Jahr mit einer neuen Killburg-Show. Dann im Studio Herbert Matschulis und Christian Schmidt. Ja, ich hab nur die Köpfe drauf, danke. Herr Professor Dr. Dusi. Herr Professor Dr. Dusi. Moment. Ich habe gelesen im Fachmagazin für Schuhwesen, dass die holländische Holzschuhindustrie froh war, dass der Raubbiber seinerzeit das Land verlassen hat. Stimmt das? Das stimmt. Ursprünglich war der Raubbiber nur auf Holzschuhe spezialisiert. Aber... Die Idee ist gut. So, nochmal. Ja, immer kommt her. Was für Antwort. Nun? Kannst du die Frage nochmal stellen? Ja. Stimmt es, dass der holländische... Herr Professor Dr. Dusi, stimmt es, dass der holländische Raubbiber ursprünglich nur auf Holzschuhe... Stimmt es denn, dass der holländische Raubbiber seinerzeit nur auf Holzschuhe spezialisiert war? Ja, Sie sprechen das Thema... ein schweres Thema an. Sie merken, ich kämpfe auch mit meinen Emotionen. Ja, der holländische Raubbiber hat ursprünglich nur an Holzschuhen genagt, aber... aber.